Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Command & Conquer 3 Kains Rache. Ja, die letzten zwei Folgen waren beide in der Mission Bergung des Tacitus und ja, jetzt die dritte Folge ist die gleiche Mission. Und ja, wir haben eine Basis aufgebaut und mit GTI schon ein bisschen Schaden gemacht. Und ach komm, lass mein Silo, mein Erz-Silo stehen. Die wollen nur spielen, oder wie? Feindliche Einheiten in Sicht. Oh. Ah, die kommen doch nicht weit. Voll das Gemetzel. Einheit wird angegriffen. Schaut aber ganz gut aus. So, wie viele krieg ich von denen noch? Was wird das jetzt? Was gibt's? Was gibt's? Ja, gute Frage, was gibt's? Schießen Sie los. Auf Patrouille. Na klar. Wie viel habe ich jetzt da? 29. Wahnsinn. So, schauen wir. Ja. Wollen wir spielen. Zerstören Sie die Eingänge der GDI, zerstören Sie die Kraftwerke der GDI. Okay, okay. Was ist das? Magnetminenabwurf. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Ist ja geil. Ziel wählen. Atombombe. Wo könnte GDI noch ihre Basen haben, oder? Hier. Feindliche Basis in Sicht. Warte mal, Magnetminen, okay. Schätze mal, hier wird eine Basis sein, weil hier sieht man auch so Wege und. Ziel wählen. Ah, fast. Hier. Okay. Mal schauen, ob wir das zerstören können. Ja, schade, nicht ganz. Ach komm. Jetzt reicht's aber. Wie viel habe ich dann noch von der Sorte? Ah, okay, gerade keine. Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Ja, wenn das nicht reicht. Was gibt's? Was gibt's? Ja, gute Frage. Gulasch. Wenn's so weitergeht. Erstmal alles zerstören, was nach GDI ausschaut. Ach, da ist hinter den Bäumen. Ah, einen verloren, schade. Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, verarschen, oder wie? Nein, es ist kaputt. Das ist jetzt ja wahnsinnig. Dumme GDI, ey. Bin gleich dort. Okay. Es sind noch 24 übrig. Ja, sollten reichen. Ah, da oben ein Berg auch noch. Tunnel zerstören, komm, gib Gas. Was sagen dabei noch ein paar von denen?
Hier unten war ja noch was zum Zerstören. Einheit wird angegriffen. Wo denn? Hier war es noch nichts, oder wie? Ach, da fliegen wir mal darauf. Hier gibt es auch was zu zerstören. 19 habe ich noch übrig. Aber noch nicht alle, oder? Doch, alle Kraftwerke zerstört. Bisschen aufhören, kann ich schaden. Einheit wird angegriffen. Okay. Wenn im Gleiterbereich gemacht. Ja. Verstanden. Wir greifen an. Wenn im Gleiterbereich gemacht. Na klar. Feindliche Basis sind sich. Ist normal. Ha, sehr schön. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Wir haben sie. Einheit befördert. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Na klar. Einheit verloren. Oh. Ja. Ich bin gleich dort. Halt, halt, halt. Hier ist noch was zu zerstören. Hier. Hier ist schon wieder los. Nichts. Sehr gut. Bonusziel erreicht. Ich würde sagen, er schaut ganz gut aus. Hier ist noch was. Feindliche Basis in Sicht. Hält sie nieder. Einheit wird angegriffen. Bin gleich dort. Verstanden. Oh. Wir fliegen mal da her, okay. Zum Reparieren. Was ist denn da los? Ich komme nicht mehr. Kannst du da ran sein? Na egal. Schießen Sie los. Ich glaube ich jetzt 33. Ja, könnten reichen, ja. Koordinaten erfasst. Bin gleich dort. Ist ja jetzt Squad 1. Mindestens Squad 1. Schaut ganz gut aus. Die Bierums hat man mal wieder hier. Wie viel haben wir jetzt von denen? 19. Okay. Ist ja jetzt Squad 2. War mal schnell passiert los. Oder eins zumindest. Bau abgeschlossen. Jawohl. Und jetzt meine Aufgabe ist es, die Kommandozentralen einnehmen. Okay. Wie viel habe ich jetzt von Squad 2? 19. Ausbilder. 19. Machen wir 27, dann kann ich immer so 9er Blöcke machen. Hier haben wir keine. Aufpassen. 8. 9. Genau, machen wir so kleinere Squads. So ein Squad 3. Nee, ich brauch 9. 9. Ist jetzt dann 4. Und ein paar fehlen noch. Wie
Wie viel habe ich hier? 5, okay. Huch. Jetzt habe ich 6 und brauche theoretisch 3 noch. Und keine 5. Dann brauche ich noch ein paar Investeure. 3 Stück habe ich, perfekt. Machen wir 3 so Rekume. Und setzen wir überall noch Shadow Team. Nee. Setzen wir überall noch die rein. Wir kommen in aller Stille. Sehr gut. So, gleich geht's los. Atombombe ist auch wieder ready. So, das war Squad 3, 4. Und die sind dann Squad 5. Halt 6 sind sie erst. Ne, da drüben sind noch ein paar. Egal. 5. Ihr fahrt's mal daher. Du fährst daher. Du fährst auch daher. Einmal den da rein. Und einmal den Invasor da rein. Dann einmal der da rein. Und der da rein. Ich hab mal einen Invasor, den noch gehabt. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Da rein. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, tu mal kurz speichern zwischendrin. Kann ich schaden. Speichern, 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 speichern. Bevor ich irgendwas kaputt mache. Feindliche Einheiten in Sicht. Was? Die Wagen ist. Wo denn? Ich sehe keinen. Was sind, nur 6? Huh? Na egal. Setzen wir daher. Oder ich könnte auch mit dem vorlaufen. Genau, und ein Recruiter noch dazu. Da können wir noch die Biere am Saat hin machen. Ah, da! Was ist denn da los? Ja, wo kommt die her? Ui. Die ganze Armee. Ihr bleibt einfach mal da. Egal. Okay, pass ich mal auf. Du gehst raus. Du gehst da rein. Kannst du reparieren? Ja. Okay. Das ist 3, 4 und 5. 4 dahin. 5 dahin. Dann brauche ich die 2. 2. Und dann. Und dann. Wo ist feindliche Basis?
Der vielleicht. Ausbildung. Die Bruderschaft vertraut mir. Feindliche Einheiten in Sicht. Fuck, wo denn? Sehe keinen. Ah, da drüben. Alles ruhig. Silos benötigt. Reckoner. Ende des Weges. Kann ich irgendwie helfen? Das könnte nützlich sein. Gebäude besetzt. Oh. Gebäude besetzt. Okay, du kommst raus. Kann ich ihm helfen? Gehst da rein. Gebäude besetzt. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Irgendwas gesehen? Feindliche Einheiten in Sicht. Wo denn? Wo sind feindliche Einheiten? Da ist doch gerade keiner anzugreifen, oder wie? Ah, da schon wieder. Schießen Sie los. Okay. So 6 Minuten muss ich noch warten, oh Gott. Dabei könnte ich ja noch mal ein paar Panzer bauen. Kann nie genügend haben. Ausbildung. So, müsste reichen, oder? Patrouille bereit. Halt, ihr geht's wieder zurück. Ja. Silos benötigt. Dann bauen wir nochmal. Äußere Energiebarriere offline. GDI-Basis als neues Ziel markiert. Okay, machen wir gleich mal kaputt. Venom-Gleiter bereit zum Abpatrouille. Du fliegst gleich mal darüber. GDI-Basis neues Ziel. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Ja gut, wenn es so ist. Okay. Müsste glaube ich reichen, oder? Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliches Kommando. Oh. Einheit. Bleib dran. Oh. Gefährlich. Bin gleich dort. Ich habe ja eine Atombombe. Atomrakete gestartet. Müsste reichen, oder? Jawohl. Passiert. Wir haben sie auf dem Radar. 30 Panzer. Oh, die bauen schon wieder. Alles klar. Innere Energiebarriere offline. Der Transitus ist ungeschützt. Wir greifen an. Den Bauch zerstören. Aufgrund der Experimente der GDI ist der Tacitus äußerst instabil. Bergen Sie den Tacitus aus der Forschungseinrichtung, bevor er sich selbst zerstört. Oh, gefährlich. Ich habe Angst. Okay. So, jetzt brauchen wir einmal. Was ist das? Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Ich brauche keinen zweiten Bauhof. Für was denn? Ah, zerstören. So, wo ist ein Invasor? Was gibt es? Wo ist mein. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit befördert. Ach komm, wo ist der Raccooner? Ausbildung. Hat er gerade einen gebaut, oder? Irgendwas gesehen? Ja.
Da ist er. Renn. Los, gib Gas. Räder aus Stahl. Feindliche Einheiten in Sicht. Du fährst mal schnell darauf. Wo sind feindliche Einheiten? Patrouille bereit. Silos benötigt. Wo kommt der schon wieder her? Verarscher? Bauen die schon wieder? Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Gibt's doch gar nicht, oder? So, alles zerstört. Jawohl. Was gibt Gas, Junge? Jawohl. Ja, wir sind geprüft worden. Aber schließlich wurden unsere Standhaftigkeit und unser Mut belohnt. Die Prophezeiung ist wahr geworden. Endlich ist der Tacitus in unserer Hand. Er ist gefährlich instabil. Ich vermute mal, die GDI hat ihn beschädigt. Wir müssen ihn einsetzen, bevor es zu spät ist. Legion, mein Kind, du bist meine größte Schöpfung. Zeit für dich, die Bühne zu betreten. Du bist von mir erschaffen worden, damit du das Ziel erreichst. Eine Vision. Ein Ziel. Wow. Das war mal ein Abspann, nicht schlecht. Okay, verlorene Einheiten 61, krass. Gemeistert, würde ich sagen. Auch gemeistert. Und sehr gut. Speichern. Ja gut, dann würde ich sagen... Okay. Es ist Folgendes geschehen. Ich habe das Spiel durchgespielt. Das war's mit Command & Conquer 3 Kane's Rache. Okay. Hat echt Spaß gemacht. War richtig schwer. Also zum Beispiel hier die letzte Mission habe ich am Anfang gleich dreimal machen müssen, weil ich jedes Mal gescheitert bin, weil die GDI einfach zu schnell, zu stark angegriffen hat. Und dann wusste ich ja schon, wie die angreift und konnte mich auf die Situation drauf einstellen, indem ich dann in der zweiten Folge zum Beispiel den Redeemer gebaut habe, der mir dann wirklich den Arsch gerettet hat und dann noch die ganzen Bomber und Hubschrauber oder wie die heißen. ja. Also schwer ist richtig schwer. Also wenn ihr Anfänger seid, dann würde ich es auf euch auf, ja, nicht leicht, sondern auf Mittel empfehlen. Und ja. Aber Mittel ist auch immer noch schwer genug für jeden Anfänger. Also wenn man schon mal Command & Conquer gespielt hat, dann sollte man es auf schwer spielen, weil sonst macht es keinen Spaß, ganz ehrlich. Denn hier die letzte Mission. Die war schon richtig brutal. Also bis ich halt dann die Überhand gehabt habe, bis ich die GDI, die ganzen Waffenfabriken genommen habe, beziehungsweise zerstört habe. Ja. Auf jeden Fall hat echt Spaß gemacht, das Spiel zu spielen und kann ich echt jedem empfehlen. Auch wenn es schon ein bisschen älter ist, aber die Grafik ist immer noch aktuell mit jenen anderen Spielen wie was gibt's denn da alles? StarCraft oder anderen Ballerspielen. Aber macht echt Spaß. Nur zu empfehlen. Also sehen wir uns beim nächsten Strategiespiel, beim nächsten Let's Play, in einer neuen Mission wieder. Also macht's es gut. Euer Looper Racer. Bis dann.
Ciao.